Herzlich willkommen bei einem neuen Quiz-Video. Pippi Blocksberg, Pippi Langstrumpf. Also Pippi Blocksberg ist die eine Geschichte. Beate Langstrumpf, genau. Barbara Blocksberg. Wie heißt sie? Bibi Blocksberg? Bibi. Aber die hat einen Vornamen, den richtigen. Barbara war die Mutter. Barbara ist die Mutter. Beate nicht. Beate, irgend sowas. Nee. Auf jeden Fall, es geht aber nicht um Pippi Blocksberg, es geht um Pippi Langstrumpf. Quiz Teil 2. Teil 1 habe ich so abgerockt, dass wir gesagt haben, ich gehe lieber mal auf den Moderationsstuhl. Das können wir jetzt nicht nochmal so machen. Ist aber nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe meine Niederlage angenommen. Sie hat Größe gezeigt. Nehme ich zumindest an. Und da haben wir gesagt, dann wechseln wir ein bisschen, dann ist das Level ein bisschen besser verteilt. Ja, ich kenne sie natürlich, habe mir das auch gerne angeguckt, aber ich habe es lange nicht mehr gesehen und ich weiß auch lange nicht so viele Sachen wie du. Und dir geht es, glaube ich, ähnlich. Ja. Das heißt, wir sind da ähnlich am Start, genau. Es sind 15 Fragen wieder. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und dann gucken wir mal, wie es bei dieser neuen Aufteilung ausgeht am Ende. Ich muss so viel raten wahrscheinlich. Scheiße. Also, fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Welche Absicht verfolgt Tante Priscillius? Oder wie wird sie ausgesprochen? Priscillius? Priscillius. Priscillius hört sich Priscillise sagt sie, glaube ich, immer. Ich glaube, sie sagt immer Priscillise als ich weiß gar nicht, negativer wer das Name. Ist gerade. Okay, dann schauen wir mal. A. Sie möchte Pippi bei sich aufnehmen. B. Sie möchte Pippi in ein Kinderheim stecken. B. Sie möchte, dass Pippi aus der Stadt verschwindet. D. Sie möchte Pippis Tasche mit den Goldmünzen klauen. Kannst du nochmal kurz vorlesen? Also, welche Absicht verfolgt Tante Priscillius? So ist, glaube ich, richtig. A. Sie möchte Pippi bei sich aufnehmen. B. Sie möchte Pippi in ein Kinderheim stecken. C. Sie möchte, dass Pippi aus der Stadt verschwindet. Oder D. Sie möchte Pippis Tasche mit den Goldmünzen klauen. Das ist jetzt, also wenn man rät, wenn ich rate, dann muss ich, ach gut, ich bin mit meinen Überlegungen eh mal falsch. Aber das mit den Goldmünzen sticht ein bisschen heraus. Und Kinderheim und bei sich aufnehmen ist normal und das mit den Goldmünzen weißt ist so ein du's? Ding. Ich sag D. Ich meine es zu wissen, dass es das Kinderheim ist. Es ist das Kinderheim. Das, ey, ich, Punkt 1. Weil es eins. Geht ja immer darum, dass es halt auch... dass es ihr ein bisschen Dorn im Auge ist, dass sie da ohne Erziehungsberechtigten genau. Allein in dieser Villa lebt. Oh, scheiße. Hätte ich doch mal das Normale, das hätte ich nämlich auch dann sonst genommen, ne? Wenn ich mich nicht umentschieden hätte. Ja, vom Logischen her, die Pippi braucht da auch Antagonisten sozusagen, die ihr ein bisschen auf die Pelle rücken. Und das ist die diesem Lebensstil, die diesen Lebensstil bedrohen, den sie eben führt. Mhm. Sowas braucht eine gute Story immer. So eine Scheiße. Ja. Dramaturgisch dass sie, dass gesehen. Auch eine Tante was klauen will, aber es war so. So das ja, ist aber so sie nennt sie nur Tante, die sind nicht verwandt oder so. Ja, so wie man das die Tante von nebenan sozusagen. Okay, ja. Gut, Frage Nummer 2. Die Dreharbeiten mit Margot Troger. Das war die Schauspielerin. Das von war der Tante, dritte deutsche Schauspieler, weil es war eine Co-Produktion mit ZDF. Die zwei Räuber und die Margot Troger war aus Deutschland. Und der Rest waren Schweden. Nur so beim Produktionsstab waren dann Deutsche vom ZDF noch beteiligt. Also die Dreharbeit mit Margot Troger, die in der Serie die Tante Priscillius spielte, waren schwierig. Was war der Grund dafür? A. Sie war genervt von den Kinderdarstellern. B. Sie kam oft verspätet ans Set. C. Sie hatte Stimmungsschwankungen. Oder D. Sie kam häufig betrunken ans Set. Das wüsste ich jetzt nicht. Also was war der Grund, warum die Dreharbeiten mit der deutschen Schauspielerin, die die Tante Priscillius gespielt hat, schwierig waren? A. Sie war genervt von den Kinderdarstellern. B. Sie kam oft verspätet ans Set. C. Sie hatte Stimmungsschwankungen. Oder D. Sie kam häufig betrunken ans Set. Ist das ein... Hast du schon was? Ich kann es auch sagen. Ich sag betrunken. D. Ist ein D, okay. Was sagst du? Hast du es, weil du es gelesen hast, oder ist es... Nee, weil ich meine, dass es so ist halt. Was sagst du? Finde ich interessant. Ich sag halt A, dass sie von den Kindern genervt hat, weil die auch albern sind. Und das ist schnell passiert, dass man von Kindern genervt aber ist. Aber das ist zu ähnlich zur Rolle, dachte ich mir. Alkohol ist natürlich zu der Zeit auch vielleicht... es war ein lockererer Umgang mit anderen Alkohol natürlich. Ne? Von daher kann das sein. Ne? Lösung D ist richtig. Sie kam häufig betrunken ans Set. Wow. Also Punkt Nummer Gesundheit. Gesundheit, Punkt Nummer 2 für Lisa. Wahnsinn. 2-0.
Nach zwei Fragen, es läuft ja. Hätten wir gar nicht tauschen brauchen. Kam so betrunken an Set, das ist Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht, so wirklich, aber klar. Weil Alkohol und Alkohol sind zwei verschiedene Sachen. Also wenn man mal öfter mal was trinkt und alles passt, ist ja in Ordnung. Und wenn man richtig betrunken ist bei der Arbeit und das dann Auswirkungen auf die Arbeit hat, ist das natürlich immer... Hätte man immer den Spruch sagen müssen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Das hätte vielleicht geholfen. Das war ja auch immer der Spruch früher, aber den hat sich keiner gehalten, weil zu der Zeit nicht. Frage Nummer 3. Welche Gabe hatte Pippi Langstrumpf nicht? A. Wie ein Vogel in der Luft flattern. B. Schwere Dinge über ihren Kopf balancieren. C. Ohne Reifen Fahrrad fahren. Oder D. Gegenstände verschwinden lassen. Brust. Die sind wahrscheinlich alles Dinge, die man, also die vorkommen mal irgendwann in den Geschichten, die man mal sehen kann. Ich habe so ein bisschen ausgeschlossen und ich kann mich an die ersten drei erinnern, aber nicht an das Verschwinden lassen von Dingen. Das D. Ja. Habt ihr beide D? Ja, und D ist richtig. Cool. Ein was hatten wir ja schon mit durch die Luft flattern, habe ich im ersten Teil erwähnt, dass meine Mutter gesagt hat, das geht aber in Wirklichkeit nicht. Hätte ich sonst auch nicht gewusst, muss ich sagen. Ah ja, siehst du mal. Das war schon eine da hast gute du zugehört. Hilfe. Also 3-1 für Lisa. Nach drei Fragen. Frage Nummer 4. Warum wurden die Filme Anfang der 80er Jahre in Schweden zeitweise verboten? A. Zu viele Gewaltszenen. B. Verdacht auf Tierquälerei. C. Einige Darsteller klagten gegen die Ausstrahlung wegen zu wenig Honorar. Oder D. Es gab einen Rechtsstreit mit Astrid Lindgren. Astrid Lindgren war natürlich eine streitbare Frau. Verboten ist ein hartes Wort. Also, ja gut, das kann, wenn man einen Rechtsstreit hat, dann kann man das verbieten lassen, die Ausstrahlung. Ja, das steht schon, das passt schon. Ja, ich weiß ja, wie Autoren sein können. Ne? Und gerade Frauen, da gab es ja auch den Film über die Mary Poppins Frau. Mhm. Die hat ja den Walt Disney zur Verzweiflung getrieben mit ihnen. Die ist ja wahnsinnig gewesen. Dass er, und war im Kino, wie ich sage. Wir wissen ja auch, dass das in einem alten Film aus den 60er Jahren ist der im Kino gelaufen nochmal, oder wie? Okay. Nee, es gibt doch die Verfilmung. Ach, du meinst den Film über diese Story? Ja, genau. Das meinst du. Ja, genau. Ja, der war großartig, gell? Der war großartig. Und es, ja, und wir wissen ja auch, dass Pumuckl, die war ja auch, war halt auch nicht einfach im Umgang. Ne? Aber das hat nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun, oder? Nö, ich sag ja, Autorin, ob das jetzt eine Frau ist oder Mann, ich glaube, wenn man eine eigene Story schreibt und das dann abgibt, dann ist man immer, ob das Mann oder Frau ist, ist ja kackegal. Die Beispiele waren jetzt alles. Weil es war ja auch, ich glaube, bei der unendlichen Geschichte hat sich der Michael auch distanziert und hat gesagt, mit diesem Film habe ich nichts zu tun. Ja, okay. Und die Verträge sind jetzt gemacht, aber ich distanziere mich und so, da hat er auch ein Riesenproblem mit gehabt. Und deshalb, wenn man was Eigenes schreibt, ich bringe mal als Beispiel, wenn man es liest und was guckt, hat man schon Probleme mit dem Film in der Regel. Und wenn man es dann aber selbst geschrieben hat, ist dann nochmal aber noch konkretere Vorstellungen. Aber ich nehme, und das war mein erster Gedanke, der Passiv-Tierquälerei. Gab es da in Schweden zu der Zeit irgendeine Bewegung, die das so ein bisschen vorangetrieben hat? Und das war ja auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Deswegen nehme ich das mit der Tierquälerei. Genommen. Also habt ihr beide B. Ja. Richtig ist, also C ist es nicht, Darsteller klagten. Okay. D ist es auch nicht, es gab einen Rechtsstreit. Also bleibt Gewalt und Tierquälerei. Gewalt. Und richtig ist, zu viele Gewaltszenen. Kommentar, Anfang der 80er Jahre wurden die Filme in Schweden zeitweise verboten. Die Filme würden zu viele Gewaltszenen enthalten und eine verkehrte Weltanschauung zeigen, lautete die Begründung. Okay. Also keinen Punkt. Hätte ich so nicht gedacht, muss ich sagen. Also weil mir auch nichts einfällt, was da gewalttätig war, groß. Gut, also. Die Pippi haut mal den Gewichtheber um. Oder den Catcher oder was das war. Das ist aber auf so eine Comic-Art und Weise. Ja, da ist das eine richtige Gewalt, ist das so, nicht. Weil Kinder verhauen werden, glaube ich, auch nicht so richtig. Weil die Eltern von Tommy und Annika sind sehr modern dargestellt. Also und vor allem auch sehr locker, also dass sie wirklich. Wenn man will, findet man doch immer was, wenn man dagegen ist. Dann guckst du dir das Ding 10-mal an und nach dem 10-mal hast du was. Frage Nummer 5. Wie lautet der Vorname von Pippis Vater? Das ist aber eigentlich gar nicht so schwer und wir hatten es indirekt schon. A. Ephraim, B. Eduard, C. Edison oder D. Edgar? Der
Vorname von Pippis Vater? Ephraim, Eduard, Edison oder Edgar? Ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, aber dieser eine Name mit E ist eben mal gefallen, daher nehme ich den. Welchen? Ja. Alle vier Ephraim. Sind mit E. Ah, so A. Okay, richtig, richtig bei dem Punkt. In welchem Zusammenhang? In unserem ersten Teil war das. Es ging um ihre Vornamen und da heißt es dann Ephraims Tochter. Ah, stimmt ja. Ich habe nur. Und das ist in den nordischen Ländern Standard, dass wie alle Son heißen. Mit Son, Namen, Sohn dann. Ederson, ja, genau, der Sohn vom Eder. Mhm. Ederson. Oder Johansson. Ja. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch in dieser Namensreihenfolge mit drin. Aber Tochter. Wie heißt denn Tochter? Was ist das? Weiß ich nicht. Da weiß man Tier oder sowas. Ja. Kommt das also auch vor im Namen? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das in der Kultur drin ist. Vielleicht ist das ja auch nur persifliert mit diesem Vornamen, dass es dann so mit eingebaut wurde. Das weiß ich jetzt nicht, aber. Hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun. Muss man mal einen Schweden befragen. Mhm. Einen alten am besten, alter Schwede. Frage Nummer 6. Was für ein Tier war Herr Nilsson? A. Kobold Maki. B. Pinselohräffchen. C. Totenkopfäffchen. Oder D. Plump Loris. Oder Plump Loris. Ich dachte, jetzt kommt. Ja, ich dachte halt. Affe ist ein. Ja, ich bin auch ein bisschen. Habt ihr beide was? Mhm. Ja, was hast du? Totenkopf-Äpfchen. Ich auch, habe ich auch. Äpfchen. Es ist auch richtig. Äpfchen. Ich hätte irgendwie, ich bin bei Pinselohräffchen hängen geblieben, ohne mir genau Gedanken drüber zu machen. Aber Totenkopf-Äffchen, die haben ja so einen ganz markanten Kopf. Da hätte ich soweit gar nicht gedacht wahrscheinlich. Ich hätte es einfach so, Pinselohr. Oh wow, da hättest du Teil 2 machen müssen. Ich glaube, ich hätte jetzt schon mehr Lärm geführt wahrscheinlich. Mist. Habt ihr beide richtig, oder? Also 5 für die Lisa und 3 für Paddy. Immerhin. Bin nicht komplett abgeschlagen. Frage Nummer 7. Pippi Langstrumpf heißt in einigen Ländern ganz anders. Welcher Name ist frei erfunden? A. Oh, jetzt wird's interessant. A. Pippi Kalzelunge. B. Fifi Brindantier. C. Lina Langstrumpf. Und D. Pippi Pitkettosu. Was ist davon ausgedacht? Ich kenne nur die englische Version Pippi Longstocking. Longstocking. Also was ist davon frei erfunden? A. Pippi Kalzelunge. Ich weiß nicht, soll ich die Lösung mal zuhalten und euch das mal zeigen? Weil es vielleicht was Französisches ist dabei oder so. Ihr seht es ja eingeblendet, wir nicht. Weil ich von der Aussprache her ist halt natürlich auch die Frage. Das B könnte Französisch sein, oder? Würde ich auch sagen. Habt ihr was beide? Also oh, welcher ist frei schwer. Erfunden? Das ist auch schwer, da muss ich auch raten. Ich nehme das. Ich habe C und das ist eigentlich so am. Ich habe A. C ist. Ich hätte B wahrscheinlich genommen wegen Fifi. Das wirkt so komisch, Fifi. Hm. Du hast C, du hast A. Hm. Richtig ist C. Nee. Also, das war eigentlich das Naheliegendste. Also naheliegendste, ich kann es euch zeigen. Existiert. Das ist auf der Seite die letzte Frage. Also krass. Italien, Pippi, Karls Lunge. Frankreich, Fifi, Brinantier oder so. Finnland, Pippi, Pitcat, Tosu. Oh, cool. Das krass. Freut also, mich Paddy jetzt. Punkt. Freut mich. Das find ich, er holt auf. Ja, ja. Lisa, kein Punkt. Also 5-4 für Lisa. Ich werde in dieser Staffel wieder kein Quiz gewinnen. Ich sehe es schon kommen. Warte mal ab, ich hat schon noch kommen. Ein paar Fragen. Das Quiz. Frage 8 von 15. Es kommt noch ein bisschen was. Genau. Ja, ein bisschen was kommt. Wie viele Bücher von Pippi Langstrumpf wurden weltweit verkauft? A. 7 Millionen. Weltweit. B. 24 Millionen. C. 211 Millionen. Oh, und D. 66 Millionen. Wir hatten mal ein Literaturquiz, da ging es um das meistverkaufteste Buch. Da war Harry Potter dabei, wenn ihr euch erinnert, aber die Zahlen kann man sich, glaube ich, nicht merken. Nee, da war Heidi dabei. Also, wie viele Bücher wurden verkauft? 7 Millionen, 24 Millionen, 211 Millionen oder 66 Millionen? Scheiße, warte mal. Ich habe hier gerade eine andere. Sattel um auf 24 Millionen. Weil du bist bei so B? Hoch ist die Zahl, glaube ich, nicht, wie man denkt. Ich habe ja erst höher gegangen. Bei D. Was ist das bei D? 66, das hatte ich als erstes, das habe ich gerade ausgemerzt. Du hast 24 Millionen mit B, das höchste wäre ja 211 Millionen mit C, das ist nicht richtig. Das niedrigste wäre 7 Millionen mit A, das ist
zu niedrig. Völliger Bullshit. So ein weltweites Buch. Genau, jetzt. Also eins von euch. Und ich hatte das, was sie hatte erst. Weißt was hast du? 24. 24 Millionen ist falsch, 66 Millionen ist richtig. Oh fuck, da habe ich mir den Punkt gerade abgenommen. Astrid Lindgrens Bücher über die Abenteuer des stärksten Mädchens der Welt. Es ist ja auch, weißt du, es gibt ja mehrere Bücher. Und wenn es jetzt nur ein Buch gäbe, dann wäre ich bei den 24 Millionen. Aber dadurch, dass es mehrere Teile gibt und so. Das und auch bestimmt viele Leute, die dann mehrere Bücher haben und so weiter und so fort. Viele Länder, viele Jahre. Also es gibt bestimmt Leute, die kaufen es heute noch. Also die wurde in 77 Sprachen übersetzt und knapp 66 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft. Da war ich ein bisschen dämlich. Darunter 8,6 Millionen in der Bundesrepublik. Also hier steht es in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob die DDR mit berechnet ist, weil in dieser Doku habe ich mal gesehen, dass es auch in der DDR dann verkauft wurde und verlegt wurde. Das war Frage 8. Wer hat einen Punkt gekriegt? Lisa. Ja. Ach Mist, das ärgert mich natürlich zu Tode. 6-4. Das bleibt spannend. Frage 9. Wie heißt das Schiff, mit dem Pippis Vater um die Welt segelt? A. Bullerbü. B. Hoppedosse. Hoppetosse. Da kommt der Franke wieder durch. C. Takatuka. Oder D. Pfefferminza. Also wie heißt das Schiff, mit dem Pippis Vater um die Welt segelt? A. Bullerbü, B. Hoppetosse, C. Takatuka oder D. Pfefferminza? Bauch. Falsch, was hast du? Takatuka. Ich hab B gesagt. Da heißt es Takatuka. Du bist Hoppetosse dann. Das Land, Takatuka Land. Ach Mist! Es ist Hoppetosse. Mhm. Ja, wirklich? Ja, stimmt. Hättest du eigentlich gewusst, gell? Ja, klar. Geil. Das war wie mit dem Pinselohr-Elfen. Das war wie mit dem Pinselohr-Elfen. Geil. Ich werde auch irgendwie, ja, das ist es, weil man es irgendwie so im Kopf hat. Ich habe das gar nicht nochmal reflektiert. Ja. Eigentlich die Frage. Mist. Der Name dient auch als Takatuka-Land, natürlich. Mhm. Aber Takatuka wäre auch ein Name für ein Boot. Man tuckert so darum. Ja, ne? Das ist so aber irgendwie. Würde das war jetzt einfach Takatuka, Pippi Langstrumpf, zack. Ich dachte, so. Das Land heißt so und das Boot auch jetzt im ersten Augenblick, als du, weil ich bin davon ausgegangen, dass du das. Warum bist du auf Hoppetosse dann? Weil ich alles. Bullerbü ist Kinder von Bullerbü und was war das andere nochmal? Pfefferminza. Pfefferminza ist halt einer ihrer Namen, glaube ich sogar. In der Namensliste taucht das da auch auf. Von daher. Schokominza. Ah, Schokominza, okay, oder? Alles klar. Fand ich, hätte auch sein können. Also es war geraten halt einfach. Oder beides? Welche Frage war es denn? Ich kann ja mal. Aber ist jetzt wurscht. In unserem ersten Teil. Ja, das können wir ja nach dem Quiz nochmal. Ich glaube, beides kommt vor. Der Name dient auch als Titel einiger Einrichtungen, Stiftungen oder Vereine, die sich um das Wohl oder die Erziehung von Kindern bemühen. Ach komm, schön. Hast du Strich gemacht und so? Ja, Punkt. Du hast einen Punkt gemacht, jetzt, oder? Ja, unglaublicherweise. 6-5. Aber ich habe ich ärgere mich immer noch über den verkaufte Bücher-Ding. Das war dämlich eigentlich. Frage Nummer 10. Was sollen angeblich die Krummelus-Pillen bewirken, die Pippi, Tommy und Annika essen? A. Man wird nie erwachsen. B. Man muss nie wieder in die Schule. C. Man wird nie wieder krank. Oder D. Man kann alle Sprachen der Welt sprechen. Wie heißen die Pillen? Krummelus-Pillen. Krummelus-Pillen. Fantasiewort, kann man nichts ableiten. A. Man wird nie erwachsen. B. Man muss nie wieder in die Schule. C. Man wird nie wieder krank. Oder D. Man kann alle Sprachen der Welt sprechen. Das hätte ich gewusst. Zehn. Oder soll ich nochmal vorlesen kurz? Ich nehme was Unwahrscheinliches. Hast du alles im Kopf? Nö, ich schreibe halt das Wort. Ich habe Sprachen. Ich auch. Ja? D ist das mit den Sprachen und das ist falsch. Echt? Ja. Erzähl. Ich habe mir das halt so erklärt, weil ich dachte, das muss ja einfach für den Effekt in der Story, muss das ja einen sofortigen Effekt haben. Und alles andere, das sind ja keine Effekte, die sofort sichtbar sind. Also warum sollen ja so, die interessant sein für die Geschichte? Aber es ist ja eine Fantasiesache, die sich die Kinder einreden sozusagen. Ja. Und wenn du eine Sprache da müssten sie ja irgendwelche Fantasiesprachen dann anfangen zu machen. Aber das stimmt schon, was ich sage, dass man nicht zeigen kann. Ja, eben. Ja, man wird nie wieder krank, ist es nicht. Und in die Schule auch nicht. Es ist A, man wird nie erwachsen. Und das ist ein Themengebiet, ich wollte als Kind immer groß sein.
ich habe mich immer eingeengt gefühlt und wollte immer Sie eigene Entscheidungen, unabhängig sein, frei sein und was man als Erwachsener in dem Sinne auch nie ganz ist, aber halt viele Dinge tun können, die ich als Kind nicht. Man kann ja trotzdem darf. Kind bleiben. Und ich lebe das ja so mein Leben. Ja. Ich bin ja noch Kind. Ich mache, was mir gefällt, als jeden kind Tag. Gemerkt habe, das ist Pippi Langstrumpf. Ist so, ja, wirklich ist so. Wo ich als Kind gemerkt habe, dass ich das nicht hinkriege, weil ich noch ein Kind bin. Also ich wollte Geschichten erfinden. Und habe es nicht hingekriegt, eine schöne Geschichte aufzuschreiben. Ich habe es versucht. Mhm. Das finde ich schön, dass ich sehe, meine Kinder kriegen Sinn. Mhm. Was ich super finde. Oder ich wollte ein Lied erfinden. Ich habe aber gedacht, es gibt doch schon alle Melodien. Wie soll ich jetzt ein Lied erfinden? Ich hatte keine Ideen. Und heute erfinde ich Lieder für meine Kinder und so. Und da ist mein Kopf einfach weiter. Und ich glaube, deshalb habe ich schon gemerkt, dass ich da viele Schranken habe. Und halt auch die Freiheiten. Und man wird viel bevormundet und so. Und deswegen bin ich auch recht gerührt, wenn meine Kinder aus voller Überzeugung sagen, sie wollen immer Kind bleiben. Also denke ich mir, dann haben die wahrscheinlich nicht so ein schlechtes Leben. Also was jetzt nicht heißt, dass ich schlecht behandelt wurde, aber das war halt einfach mein Freiheitsdrang und viele Dinge, wo ich schon... Ja, Polizistensohn ist schon nicht einfach. Ja, nö, aber in dem Sinne hatte ich schon eine lockere Führung in meiner Kindheit. Dann aber ich habe halt einfach in mir gemerkt... Ich wollte aber auch immer erwachsen sein. Ja. Ich habe es gehasst, wenn es dann so Kindertische gab und so. Da habe ich mich immer so ausgeschlossen gefühlt. Ja, ich mich auch. Vor allem, weil ich auch gerne bei den Erwachsenen zugehört habe, was, so, was sie so reden und so. Ja, voll. Und Kindertisch, das war immer so... Und vor allem, wenn man dann selbst einer der Größeren schon war und dann mit so Kleinen zusammensetzen musste... Das hat mir dann ab einem gewissen Punkt, wenn die klein genug waren, hat mir das auch wieder Spaß gemacht, weil ich dann so die Rolle der Älteren übernehmen konnte. Das habe ich auch gern gemacht. Mhm. Aber was ich auch gern gemacht habe, meine Eltern haben mich viel einfach mit zu ihren Freunden mitgenommen und ich bin dann niemandem auf den Sack gegangen. Ich saß einfach immer am Tisch und habe einfach zugehört, weil ich das so spannend und interessant fand. Das habe ich auch immer gern gemacht. Aber dann wiederum so, wenn dann Erwachsene gesagt haben, ja, jetzt warte mal ab, du willst gar nicht erwachsen sein. Ich konnte es nie verstehen. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es auch jetzt nicht verstehen, weil ich will nicht mal ein Jahr jünger sein, als ich jetzt bin. Mhm. Also überhaupt geil, nicht. Ich will auch nicht wieder Kind sein. Mhm. Weil einmal ist ja die Summe seiner Erfahrungen auch und das möchte man auch nicht missen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und auch, irgendwie so diese Autonomie, die man halt irgendwo schon hat. Ja. Die man sich ja auch erarbeitet im Laufe seines Lebens. Ja, total. Bei mir, ich habe mir darüber jetzt keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt groß werden will. Was mir wichtig war, dass ich das machen kann, was ich möchte und mir keiner was sagt. Und deswegen, das impliziert ja dann schon eigentlich den Wunsch auch, erwachsen zu werden, um diesen Status zu erreichen. Aber ich habe jetzt nie gedacht, ich will nicht erwachsen werden oder will unbedingt erwachsen werden, sondern ich wollte einfach machen, was ich will. Und wenn erwachsen werden dafür notwendig ist, dann nehme ich das in Kauf. Und so kam es ja dann auch. Ich habe seit der Schule habe ich im Grunde nur noch das gemacht, was mir Spaß macht. Aber das ist ein großes Geschenk. Ja, ja, absolut. Wo, absolut. Wenn ich auch sehe, wie hart andere Leute für ihre Träume oder für ihren Unterhalt auch arbeiten müssen oder wie welche ungeliebten Jobs sie auch machen müssen, um Schulden zu bezahlen, Familie zu ernähren und so. Das ist so, und sowas habe ich alles nicht. Und das ist so unglaublich, ich bin so unglaublich dankbar und froh dafür. Ja, vor allem, wenn es ungeliebte Berufe sind, aber die Väter dann trotzdem sagen, ich bin froh, wenn ich von zu Hause wieder weg bin. Das ist ja am schlimmsten. Ja, da bist du ja im Job nicht glücklich. Ja, und das ist eher eine Normalität, als dass Leute so leben, wie sie wollen. Und das ist das Traurige in der Gesellschaft. Und ich weiß auch noch, dass ich so mit 16 oder so als Schüler dann so Webseiten gebastelt habe, so Fan-Webseiten, mir immer gedacht habe, oh, wenn ich damit Geld verdienen könnte und einfach dann immer das machen könnte, worauf ich gerade Lust habe, weil es ist dann mein Projekt oder so. Ja. Oder halt mich natürlich auch ein bisschen nach dem Geld richte, was muss ich jetzt machen, damit es weiter gut läuft. Aber weitestgehend freie Entscheidung habe, das wäre doch ideal. Und im weitesten Sinne habe ich das ein bisschen. Also ich habe trotzdem noch Berufszweige, wo ich machen muss, die jetzt aber auch nicht schlimm sind. Aber ich bin ja weitestgehend selbstständig und viel vom eigenen Büro aus aktiv, wo ich dann auch oft die Pflichtsachen schon mache, dass der Laden läuft einfach. Aber ich habe keinen, der rumnervt im Hintergrund. Super, und wenn ich was falsch mache, bin ich mir gegenüber verantwortlich und nicht irgendein Chef, wo ich mir denke, ach komm, siehst du doch ein bisschen lockerer oder was weiß ich, ist so schlimm war es doch jetzt gar nicht. Und das finde ich schon einen sehr großen Gewinn, wenn man. Ja, voll. Ich kann mit Zwängen sehr schlecht umgehen, wenn ich irgendwas machen muss, was ich nicht möchte und was ja im Leben oft der Fall ist, damit komme ich nicht so gut klar. Und deswegen ist es mal gut, wenn man mich an der langen Leine lässt und dann mich mal machen lässt. Und das haben auch alle Leute, mit denen ich arbeite, schnell kapiert. Und das war auch immer super. Ist aber auch eine Typsache. Es gibt genug Leute, die brauchen ihren Rahmen. Natürlich. Gehen drin auch auf, die arbeiten gerne dann jemanden zu. Ich könnte jetzt auch ein paar aufzählen, aber das mache ich jetzt natürlich und, nicht. Sind halt dann auch froh, einfach ihr festes Gehalt zu haben, nicht zu viel Verantwortung und dann in der Freizeit dann das machen zu können, worauf sie Lust haben, Fußball spielen oder was.
was ich. Ist dann auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung, was man will. Das ist ja das Problem. Wenn man happy dann auch, ist, dann ist es cool. Dafür entscheiden kann und einen coolen Rahmen hat mit allem, ist das super. Ja. Großes Thema, aber es ist ein wichtiges Großes Thema. Großes Thema, ja, wichtiges das, Thema. Das macht das Leben ja aus. Ich sage immer, die anstrengendste Zeit war die Schulzeit. Ja. Oder meine, weil da war jeden Tag Zwang und das muss und lernen und das und aber und Horror. Mir wurde viel mehr Stress gemacht schulisch, als es nötig war. Also wenn man nicht überall perfekt ist, deshalb versuche ich meinen Kindern dann auch immer beizubringen. Da hatte ich keinen Stress. Wenn es nicht so perfekt ist, gib dir Mühe, schau, dass es passt. Aber Schule ist auch nicht alles. Ich will immer gesundes Mittelmaß so in den schulischen Leistungen. Hauptschule, Gymnasium hoch, Realschule wieder runtergekackt. Oh, das ist ja. Und dann habe ich aber dann noch ganz gut Abschluss hingekriegt, eine gute Ausbildung, dass ich dann mittlere Reife noch hingekriegt habe und so. Ah, okay. Aber da hast du so wohl Achterbahn ein bisschen. Ich habe nie mir Sachen merken können, die mich nicht interessieren. Mhm. Genau. Und wenn ich aber wo dabei bin, bin ich halt 150% dabei. Das ist der Punkt bei mir auch. Das ist so krass. Das ist halt diese Typsache eben. Genau. Ja, gut. Schön. Das war jetzt Frage 10. Habt ihr beide nicht ein richtig gehabt? Ein kurzer Applaus über das Leben. Aber eine schöne philosophische Sache, wenn sie Pillen nehmen wollen, damit sie nicht erwachsen werden. Ja, das war der Ursprung unserer Diskussion. Das rührt einen ein bisschen an. Diskussion. Mhm. Ja. Frage 11. Wie heißen die beiden Polizisten? A. Ding und Dong. B. Kling und Klang. C. Bing und Bong. Oder D. Tinky und Winky. Das klingt alles total bekloppt. Mhm. Ja. Und keine Antwortmöglichkeiten lässt irgendwie auf Polizisten schließen. Mhm. Wie heißen die beiden Polizisten? Ding und Dong, Kling und Klang, Bing und Bong oder Tinky und Winky? Hast du eine Raten? Ich rate B. Das ist ich rate C. Griff ins Klo. Einer hat richtig geraten. Moment, was hast du? Du hast C. C. Richtig ist C. Es war noch nie in den ganzen Quiz-Videos, die wir heute gedreht haben, und es waren einige, hast du das schon mega oft gemacht und nie lag ich falsch. Deswegen war es so klar, dass es wieder falsch ist. Es war noch nie so. Es war unglaublich. Also Lisa kriegt einen Punkt. Wie war dann die Antwort? Was wie Kling und Klang. Kling und Bong. Kling und Klang. Jetzt weiß ich noch nicht mal, was... Mann. Hattest du C? Ja. Hattest du? B. Willst du mich verarschen? Nein. Was ist denn jetzt los? B ist richtig. Ich scheiße. Das war aber unter normalen Umständen hätte ich doch gar nicht mehr nachgefragt. Ich habe einfach nur nachgefragt. Das ist ja ein Ding. Aber das wäre aufgeklärt worden im Kommentar. Aber geil, dass wir es noch gemerkt haben. Du hast B gehabt. Das ist ja unglaublich. Haben wir aber bei irgendeinem anderen Quiz schon mal, ich verrate nicht welches, dass ein Strich vergessen wurde. Und da habe ich gedacht, scheiße. Und da gab es nämlich ein Stechen am Ende. Und dann habe ich gedacht, das Stechen war so genial. Zum Glück ist es so gelaufen. Mhm. Aber hat keiner gemerkt bisher. Da kann man mal sehen, mit welcher Intensität unsere Zuschauer gucken. Aber da habe ich jetzt irgendwie nur Spaß. Ein bisschen. Also das B ist ja lustig gewesen. Du hattest B. Genau, aber du hattest wieder einen Halbmond, gell? Paddy hat jetzt aufgeholt. Das war bescheuert. 6 zu 6. Ich kann das kaum glauben. Hast du ihr was Böses gesagt gerade, oder? Nö, ich habe nur gesagt, dass es mir klar war, dass das jetzt so, weil du das so angepriesen hast. Und dann wollte ich nur noch mal den Namen hören und dann das habe ich jetzt verkackt, geil, aber super. Wir haben es ja zum Glück noch aufgeklärt. Unglaublich. Tut mir leid, Lisa. Jetzt, wie steht es denn jetzt? Ausgeglichen? 6 zu 6. Frage 12. Flippe aus. Komm, konzentrieren. Spiel gut jetzt. Frage 12. Was wächst im Baum in Pippis Garten? Was wächst im Baum in Pippis Garten? A. Schokolade, B. Lollis, C. Limonade oder D. Lakritzstangen? Nochmal, sag nochmal, Schokolade. Was wächst im Baum in Pippis Garten? A. Schokolade, B. Lollis, C. Limonade, D. Lakritzstangen. Nochmal. A. Schokolade, B. Lollis, C. Limonade, D. Lakritzstangen. Ich habe eine drehtechnische Überlegung gerade, produktionstechnisch, die aber auch vollkommen bescheuert sein kann. Aber ich hätte ein Argument für, aber das stimmt wahrscheinlich. Lisa dreht sich auch dauernd gerade, die hat schon ein paar Lösungen aufgeschrieben. Lakritzstangen habe ich jetzt. Hatte sie zuerst auch? Lakritzstangen. Ich habe halt gedacht, wegen dem farblichen Kontrast. Schwarz erkennt man mehr. Hell und es blauer ist ein, Himmel Baum und schwarz. Stumpf eher. Also ist schon noch ein Stamm da. Okay. Ich weiß nicht, ob oben noch was hängt, aber der ist hohl. Und in diesen hohlen Baum wächst das und da sind Limonadenflaschen drin. Und die nennt man Limonadenbaum. Okay, und Astrid Lindgren hatte scheinbar auch so einen hohlen Baum, den sie als Kind Limonadenbaum genannt haben. Vielleicht. Okay, scheiße.
Vielleicht hat da noch die Eltern mal was reingestellt oder so. Aus Spaß, ich weiß es nicht. Ja, dann hat die Lisa einen Punkt. Aber sie hatte auch zuerst Lakritz, habe ich gesehen. Nee, aber nur, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Ah, okay. Welche andere Möglichkeit? Ich wollte okay. Ja. Sagen, du klangst bei der Antwort gerade so dann gut, dass du das... 7-6 für Lisa. Wusstest. Mist. 13. Frage, es bleibt spannend. Das ist ja nur so ein Baum stumpf war, hätte man eigentlich auch in die Frage schon, einbauen schon, können. Ich weiß nicht, ob da Äste dran sind. Ich habe jetzt an so einen Ast, so ja. Großer Baum mit so Standard, aber egal, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich wusste ja eh nicht. Und vor allem, er sagte, was wächst im Baum? Ach so, siehst du, das war der Fehler. Habe ich sicher auch so vorgelesen. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das war mein Fehler dann, ja. Im Baum. Frage 13. Aber man hat es halt falsch im Kopf, dann war man halt ja, Baum. Ja, dann... ja, total bescheuert. Frage 13. Was könnte die Darstellerin von Pippi Langstrumpf zu Herrn Nilsson wahrheitsgemäß sagen? A. Du warst während der Dreharbeiten so alt wie ich. B. Meine Eltern hatten auch einen Affen als Haustier. C. Ich habe denselben Namen. Oder D. Du hast am selben Tag wie ich Geburtstag. Das wüsste ich nicht. Also was könnte die Darstellerin von Pippi Langstrumpf zu Herrn Nilsson wahrheitsgemäß sagen? A. Du warst während der Dreharbeiten so alt wie ich. Wüsstest du nicht? Ich wüsste es nicht. Aber es, ist jetzt, weißt es gibt so eine naheliegende Geschichte. B. Meine Eltern hatten auch einen Affen als Haustier. C. Ich habe denselben Namen. Oder D. Du hast am selben Tag wie ich Geburtstag. Aber hast du auch geschrieben? Mhm. Aber sie hat doch den Namen Herr Nilsson Inga Nilsson. Das ist auch richtig. Sehr ist gut. Doch, weil das ist ach doch das so, kann, ist stimmt. Doch, Inga Nilsson. Ist doch mega easy. Ich habe jetzt an Inga gedacht, an den Vornamen. Ach so. Ach und Herr Nilsson, stimmt, ja. Klar. Okay, wow. Du hättest selten in der Runde gegen ihn spielen sollen. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt dann nochmal richtig nachgedacht hätte, wenn ich jetzt in der Pflicht wäre. Ich war gerade auch so irritiert, dass ich an meine Antwort gezweifelt habe. Oh, gut. So, weil du ja immer sehr viel weißt und so. Ja, ich habe jetzt aber auch nicht tiefer ein Glück bin ich da geblieben, weil ich konnte es mir nicht anders. Ich wusste, dass der so heißt und sie ja auch. Also ich euch hier richtig durcheinander. Ja, voll, aber also gut, beide gut. Richtig. 8-7. Mhm. Aber das meiste hätte ich auch gewusst. Also so ist es nicht. Frage 14. Was haben Inga Nilsson und Hans Klarin gemeinsam? A. Beide konnten fließend Schwedisch sprechen. B. Beide haben einen rothaarigen Kinderstar gespielt. C. Beide spielten in einer Tatortfolge mit. D. Beide wurden mit einer goldenen Kamera ausgezeichnet. Das kannst du nochmal kurz vorstellen. Also was haben Inga Nilsson und Hans Klarin gemeinsam? Beide konnten fließend Schwedisch sprechen. Oder B. Beide haben einen rothaarigen Kinderstar gespielt. Oder C. Beide spielten in einer Tatortfolge mit. Oder D. Beide wurden mit einer goldenen Kamera ausgezeichnet. Der Fairness-Teil, was sage ich, ist ein bisschen holprig formuliert, finde ich. Wenn man Erbsenzählermäßig rangeht. Obwohl, gespielt passt da irgendwie schon. Ja, ich weiß, was du meinst, wegen. Aber ihr habt ja beide, richtig. Es ist eine sehr zu einfache Frage. Das ist eine einfache Frage, also, beide richtig. Ja. Also. Wobei ich auch gedacht habe, eine goldene Kamera haben sie vielleicht sogar auch eben. Beide gekriegt. Das wäre auch, aber das ist, es ist einfach zu eindeutig gewesen, als das. 9-8, das heißt, Paddy kann noch ausgleichen. Ja, aber die Fragen so einfach bleiben, wird das dann immer so weitergehen. Ja, das ist die letzte Frage, oder? Letzte Frage und Paddy kann noch ausgleichen. Oh, ich habe es bis jetzt noch nie dann geschafft. Da müsste man Stechen irgendwie hinkriegen. In der Staffel jetzt. Frage 15. Pippi feiert am 21. Mai Geburtstag. Warum wurde dieser Tag gewählt? A. An diesem Tag wurde Astrid Lindgrens Tochter geboren. B. Es war der Drehstart für den ersten Film. C. Astrid Lindgren begann ihr erstes Buch zu schreiben. Oder D. Es ist der Nationalfeiertag von Schweden. Finale Frage. Ja, ich gehe auf die... Stopp! Oh. Kannst du nochmal vorlesen? Also, warum wurde der 21. Mai gewählt für Pippis Geburtstag? A. An diesem Tag wurde Astrid Lindgrens Tochter geboren. B. Es war der Drehstart für den ersten Film. C. Astrid Lindgren begann ihr erstes Buch zu schreiben, also am 21. Mai. Oder D. Es ist der Nationalfeiertag von Schweden. Ich habe B. den Drehstart. Mhm, das ist Tochter, weil die so tochtermäßig, ja. Das ist ja so ein bisschen Tochter. Ich dachte, das ist zu offensichtlich. Die Tochter ist richtig. Nein. Und somit haben wir ein Stechen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich kann ja mal kurz überlegen, ob mir was Schönes einfällt. Wir machen ja eh einen Schnitt dann wahrscheinlich. Und dann kann ich die Stechfrage machen, oder?
Ja. Vielleicht fällt mir eine schöne Frage ein, wenn wir kurz ein bisschen in uns gehen. Es ist spannend. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Es ist also ein 9:9 zwischen Patty und Lisa nach 15 Fragen. Ich hol da mal die Yumi-Handschuhe, dann gehen wir in uns und kommen gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Pippi Langstrumpf, nicht Pippi Blocksberg. Teil 2, das große Stechen. Es steht 9:9, haben wir gesagt, oder? Das große Stechen. Wir stechen ins Meer. 9:9, genau. Ins Rote. Und ich habe überlegt, welche Stechfrage wir machen können. Und ich habe gedacht, wir machen eine Schätzfrage. Ähnlich wie bei unserer Bud Spencer Stechen oder beim Bud Spencer Quiz, als wir da das Stechen gemacht haben. Nennt mir doch das Geburtsdatum von der Hauptdarstellerin Inga Nilsson. Tag, Monat und Jahr und wer näher dran ist, hat gewonnen. Könnte sein, dass wir jetzt gleich wieder viel rechnen müssen, aber es war ja lustig letztes Mal. Mhm. Bud Spencer Quiz, schaut es euch an, das ist auch sehr gut geworden. Also, Geburtstag von Inga Nilsson. Sie lebt ja noch, sie dreht fürs ZDF. Scheiße, das ist krass. Krass. Hast du was? Wirst du was? Früher, ja, die Generation hat das immer gesagt. Das sind die Älteren. Ja, ja, hat mein Opa auch mal gesagt. Hast du was? Seid ihr sicher? Habt ihr alles? Ja. Was hast Moment, du? Stopp, kann ich noch mal kurz? Also Inga Nilsson, die Pippi Langstrumpf gespielt hat. Tag, Monat, Jahr, Geburtsdatum. Ich weiß nie, wann die erste Pippi Langstrumpf-Verfilmung war, ob das 71, 72 oder schon 69 war. Das ist so immer, ich weiß es nicht. Ja gut, dann bin ich wahrscheinlich voll falsch. Aber jetzt ach, scheiße. Ich habe 18.07.52. Wie kommst du denn auf so ein Brett? Ich habe 21.11.58. Ist das jetzt also so ein Brett? Nee, weil das hieß ja, dass die war ja zu Dreharbeiten so 12 oder so. Ja, ich dachte halt 64. Irgendwie Anfang der 60er. Ach so, dir war nicht klar, wann das gedreht wurde so richtig. Nicht auf ich wusste ungefähr zumindest in der Range von plus minus drei Jahren. Das ist Nerd-Ding dann. Ah, okay, das war dann schon mal. Ich habe irgendwie das vorausgesehen. Also ich denke mal, ich bin näher dran. 4.5.59 ist richtig. Ach, hör auf, krass nah dran. Nah dran, ja, schön. Voll, gut. Ja. Okay, das habe ich echt vorausgesetzt. Ja, aber ich bin ja so ein Datumsmensch. Und man muss ja auch sagen, die ist ja wie gesagt 99 geboren. Die hat da zeitliche Zuordnung. 60er, 70er Jahre ist natürlich ein bisschen schwieriger dann, weil wir kennen ja auch viel mehr aus der Zeit. Hier die Hansi-Graus-Filme und so, da wissen wir dann auch ungefähr später 60er und so. Gut, Patty hat gewonnen, das Stechen. Wow. Pippi Langstrumpf Teil 2 war spannend. Wow, hätte ich nie gedacht. Es gab coole Nummer. Ich war raus leider. Ich hätte verloren wahrscheinlich. Du warst aber im ersten relativ. Du warst krass. Der war stark im ersten. Ja, der war echt stark im ersten. Also, es war schon außergewöhnlich gut. Aber die letzte habe ich verkackt, gell? Ah, bei der letzten. Ja. Ich habe eine falsch gehabt. Oh Gott, okay. War so schlecht. Es gibt ja jemanden in dieser Runde, der ein Quiz schon mal komplett richtig beantwortet hat. Wir sagen nicht welches. Wir wollen nicht spoilern. Schaut mal alle durch, dann werdet ihr es herausfinden. Wir haben es in anderen Videos schon. Es ist schon online. Wir haben es in anderen Videos schon mal erzählt, aber vielleicht. Ist online. Das war groß. Sucht es. Krass. Weil ich habe, glaube ich, auch zwischendurch mal das behauptet von mir, aber das stimmt nicht. Es war immer irgendeine, war kein Badon war. King of Queens habe ich auch eine falsch leider. Und Benjamin Blümchen war ich auch sehr gut, habe ich aber auch nicht alles richtig gehabt. King of Queens. Ich glaube nur eine Person hat es bisher geschafft in unserer Runde. Ja, das ist klar. Von daher. Wer das wohl war? Die ist hier unter dem Tisch. Komm noch mal raus, bitte, Person. Sie heißt auch Person, die Person. Die Person heißt Person, natürlich. Deswegen habe ich das so gesagt. Ich habe sie mit ihrem Namen angesprochen. Tschüss. Ciao. Tschüss.